Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in ARK. Ihr seht es schon, ich habe meine kleine Knutschkugel. Ist das schön? Ja, sie heißt Steve. Warum? Der Wrestler, der hieß ja Stone Cold Steve Austin, von dem ich da gesprochen hatte. Und Stone Cold hört sich doch irgendwie ein bisschen merkwürdig an und deswegen nur den Vornamen Steve. Ja, jetzt sehe ich da hinten eine Schildkröte, die möchte ich mir mal ganz gerne holen. Das heißt, warte mal, du wartest. Ich glaube, ich habe dich. So, wenn der weit genug weg ist, dann dürfte das kein Problem sein. Zum Thema, ich bleib doch sitzen. Zum Thema, ich mach das mal eben schnell, ne? Ha, ha, ha. Kein guter Witz. Das hat, das müsste jetzt der dritte oder vierte Ingame-Tag sein, seit ich mich verabschiedet habe beim letzten Mal. Und, wow, wow, wow. Was ein Gewackel. Und, der hat mal locker 400 Narco-Berries gefressen, aber ganz locker. Das seht ihr gleich, wenn ich, jo. Macht mal bitte kurz, vielleicht dazu nehme ich Chitin dabei. Deswegen wollte ich auf sie jetzt nochmal los. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich brauche nur noch einen. Oder Kreatin. In diesem Falle. Komm, gib mir ein Kreatin. Natürlich nicht. Mir fehlt ein... Fridolin und Amelie. Ja, dann machen wir den auch noch. Vielleicht hat er ja so... Es war klar, dass das jetzt schnell geht, aber vielleicht habe ich dann den Platz wieder. Ich glaube nicht, dass der, also das Horn, glaube ich nicht. Und ansonsten hätte der ja nichts. So. Ach, Kinders, macht euch doch nicht immer so dick. Hm, Amelie, guck mal. Guck mal hier. So ist fein. Und reicht. Und gut. Sollte nämlich jetzt funktionieren. Jetzt holen wir unseren kleinen Steve. Und dann gehen wir nach Hause. Ja, so machen wir das jetzt. Ist das schon mein Zuhause da vorne? Nein. Doch. Ich hab so das hier. Nein, nein. Ich habe so das Gefühl. So, komm mit, Digga. Mir gehen nach Hause. Ich erstmal in... Alter Schwede, habe ich mich jetzt verjagt. Oh, der Stego ist immer noch da. Da muss ich allerdings aufpassen. Den müssen wir mal wegräumen. Aber das würde ich jetzt ungern mit Steve machen. Weil, ich glaube nicht, dass der gegen den Stego irgendwie... eine große Haltbarkeit hat, denke ich mal. Ich meine, solange das Tiger weit weg bleibt, soll man das... Er ist niedlich. Ich mag Gürteltiere ja an sich sowieso, aber der ist richtig niedlich. Der erinnert mich irgendwie an einen Papagei. Hier an so einem Ara. Holen wir uns auch mal. Oh, Mini King Kong ist auch da. Ach, hier ist noch einer. Ey, dann weiß ich ja, wo ihr seid. Das ist auch ein kleiner, niedlicher Kerl. So. Wo kriege ich denn jetzt noch Chitin her? Das werde ich gleich gucken. Das gucke ich tatsächlich erst dann, wenn ich Steve in Sicherheit gebracht habe. Oh. An sich komme ich mit dem Stego klar. Also zumindest meine Kleinen hier. Steve, komm mal wieder mit, Kleiner. Komm mal hier. Steve, wo bist du?
Komm mal, du kleine Knuschkugel. Komm mal hier hin. Und schön hier warten. Nee, komm noch ein bisschen näher. So. Was machst du? Ach, du fängst ganz alleine an zu arbeiten. Ach, das ist ja nett. Dankeschön. Oder machst du da... Ich will mal gucken. Okay. Muss nur nah genug dran stehen. So, schön da warten. Ich hole dich gleich wieder ab. Aber wir kümmern uns jetzt mal ganz kurz um diesen Gesellen hier. So. Einmal ab. Und wo ist mein Speer? Hey, was? Fliegende Mistviecher? So. Guck mal her. Hier. Kinders, lasst mal die fliegenden... Er haut mich? Lasst mal, wo ist... okay, alle da. Kommt her. Wir gehen jetzt hier mal einmal, bitteschön. Hallo. Einmal hier. Das ist mir nämlich dieser blöde Hund hier. Der will mich. Mach den mal bitte. Dann können wir nämlich Steve abholen. So ist gut. So. Und ihr wartet einfach kurz hier und ich hole Steve. Okay? Obwohl, ist vielleicht doch besser, wenn ich euch direkt wieder mitnehme. So, einmal hin. Und da ist er schon. Weil da ist mir dann der Kleine doch ein bisschen, das hat auch echt lange gedauert. So, Steve, die Gefahr ist beseitigt. Komm, jetzt geht's nach Hause. Ja. War ja klar, dass ich hier wieder irgendwo hängen bleibe. So, seid ihr da? Super. Und dann gucken wir mal. Wir können ja eigentlich noch ein paar Narkos mitnehmen. Wenn wir denn welche finden. Vielleicht ein bisschen Platz schaffen hier. Ach, Steve hat ja auch noch ein paar drin. Ist ja alles kein Ding. Aber ich hab... Ist der drin? Nee. Der wird als nächstes weggemacht. Aber jetzt geht's halt erstmal darum... dass wir unseren Dicken in Sicherheit kriegen, unseren Kleinen hier. So, komm her. Komm mit. Kleine Knutschkugel. Ja, hier musst du lang. Und hier rein. Komm her. Ach, nee, warte mal. Du doch nicht. Nur der Kleine. Das musste nicht sein, Steve. Komm her. Komm. Geht jetzt nicht, ne? Da ist er hier im Weg. Na. Ich würde doch nur gerne aufsitzen wollen. Wieso kann ich nicht aufsitzen? Geht doch. Geh mal einen Schritt zurück. Weil unser Kleiner hier muss er da durchkommen. So. Jetzt komm mit. Das ist fein. Und hier. Komm mal direkt einmal hier vorne hin. Der ist niedlich. Ich mag den. So. Einmal warten bitte. Nein. So. Entschuldigung, ich wollte dich nicht durcheinander bringen. Ui. Du bist wirklich gut. Jetzt weiß ich, wie wir ganz schnell unser Häuschen klar kriegen. So, jetzt krieg ich Christine noch ein bisschen was zu futtern. Weil ich habe da hinten mehr als genug. Weiß gar nicht. Oh, wow, wow. Ich glaube, das meiste werde ich erstmal in Christine einlagern an Fleisch. Weiß gar nicht, wo ich das alle hin tun soll. Wäre schön, wenn man Kühlschrank auch so aussehen würde. So 10 Tonnen Fleisch drin. Ach, Amelie hatte auch noch. Ach gut, mach schon mal. So. Und wo ist die Tür? Da ist die Tür.
Das nehmen wir nämlich dann jetzt direkt auch noch mit, dann vergammelt das nicht komplett. Weil ist ja wohl, Amelie, du warst das, ne? Das ist Fridolin. Guck mal, was Fridolin mit hat. Das habe ich mal so eingesammelt, weil ich Narkos noch brauchte. Ich war immer zwischendurch wieder ein Narkosammeln gewesen. Das war mal richtig ordentlich. So. Ja gut, dann können wir das Fleisch auch gleich mitnehmen. Das packen wir dann erstmal bei Christine rein und holen uns bei Bedarf raus, was wir brauchen. So. Geht nicht. Zu dicke Hintern. Mehrere zu dicke Hintern. So, da wollte ich hin. Weißt du was, Kleiner? Du darfst ein bisschen laufen. Bitteschön. Aber nicht rauslaufen. Ne? So, die darin. Und mach fertig. Warum nur 9? Weil ich noch Narkobabys brauche, alles klar. So, dann wollte ich einmal zu Christine. Alles mal reingeschmissen. Alter Schwede. Oh, macht gar kein Gewicht aus. Auch nicht schlecht. Du bleib bitte schön hier, Mädel. Wir haben erst noch was zu tun. So. Wir müssen erstmal Stegosaurier Steaks machen. Stegosaurier? Saurier. Ihr wisst, was ich meine. So. Und dann sollte ich die vielleicht mal ausleeren. So. Wenn ich mir den also von der Form angucke, könnte ein Pferd rauskommen, ne? Ach, jetzt bist du ja weg, du. Hast gesehen, was mit deinen Kollegen passiert, ne? Okay. Dann gehen wir rein. Warum setze ich, ist eigentlich in Ordnung. Einmal aufmachen. Okay. Ich glaube, das wird nichts, ne? Das müssen wir anders machen. Wo seid ihr denn da? So, absitzen. Warum eigentlich? Egal. Komm mit, Cesaro. Einmal hin. Dann noch ein paar Meter, komm. So ist fein. Hammer. Und Amelie, bitte. Kommst du auch? Dann halt erst Fridolin. Soll mir auch recht sein. So. Hier geht's lang. Hier geht's lang. So ist fein. Und da. Das ist ja schlimmer wie ein LKW. So. Einmal hier hin, bitte. Noch einen Meter. Dankeschön. Jetzt holen wir Amelie auch noch. Tja, komm her, Schnäuzchen. Geht hier. Auch schön so. Und hier. Und super. Jetzt wird es sowieso dunkel. Ich muss noch irgendwo Chitin her oder Kreatin herbekommen. Schade, dass die Kröte nichts dabei gehabt hat. Sind auch nicht mal so viele da, ne? So. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen was raussortieren. Ich glaube, Steve hatte jetzt außer sein Futter nichts mehr drin, ne? Steve? Hä? Warte mal kurz. Okay. Ach, ich kann dich am besten mal bei dir auf Gewicht. Was? Ja, ist ja gut. Das ist eine kleine Knutschkugel. Ich liebe sowas. Okay. Du und du. Und bitteschön, wir gehen zum Lager. Meine Lieben. Ich muss wieder. So. Und einmal wenden. Und geht schon. Was hat er denn jetzt alle mit? Wollen wir doch mal gucken. Naja, das lasse ich erstmal drin. Das brauche ich ja noch. Hiervon brauche ich 140. 240 oder 230, glaube ich, waren es sogar nur. Das heißt,
kann ich einfacher machen. Und zwar so. So. Das gucke ich mal vorher noch nach. Wo haben wir es? Da. 230, ja. Okay. Ich sehe nichts. Mach mal Licht. Das heißt, die kommen da wieder rein. So. Das kann raus. Das ist alles jetzt mal was für die Erntekiste, für die Samenkiste, für die Seedskiste. So, jetzt habe ich es aber. So, und der kann wieder rin. Da müssen wir noch ein paar Narkos holen. Okay. Kannst wieder raus. So geht's auch. Ja. Und das. So. Okay. Das war Nummer 1. Ist ja schön, dass ich das alles schon so ein bisschen vorsortiert habe. Weil dann kriege ich das natürlich auch schneller entsprechend raus. Halt. Das da. Und das da. So. Und das auch noch. Und das war's. Dann haben wir da. Da kann nämlich das ganze Gedöns rin. Und das. Und das. Und das kann da auch noch rin. Jo. So. Da kommt dann das rin. Und da kommt dit drin und dit drin und mach halt. Da war immer noch 14 Stück von übrig, ernsthaft? Naja, 10 gleich, ne? Jo. Na gut, dann krieg ich die erstmal wieder Fridolin rein. Weil da vergammeln die halt nicht so schnell. Also auch schon mal was wert. Ich meine, warum verschwenden? Muss ja nicht sein. Okay. So. Warum? Halt muss da auch bei Fridolin drinnen bleiben. Er ist doch ein angefangener Stick. Na, dann machen wir das doch. So, das auch hin. Das kann ich gleich wieder rauspacken, ich Depp. Egal. So, Fridolin. Nee. Machen wir erstmal Ätchen. Det und det und det. Hier nehmen wir auch noch ein paar Beeren. Und auch eine Menge Holz. Und det passt aber auch noch. Das Holz wird nicht mehr passen. Det ist sie, ne? Das bin ich. Glaube ich. Oh. Aha, dachte ich mir. Okay. Dachte ich mir. Pack mal, wo ist der Stack da? Oh. Naja, dann kriegst du den jetzt so lange. Ja. So, da habe ich erstmal eine Menge Sedge. Das kann darin. Okay. Dann kommt da was drin. So. Und dann ab zu den Bären. Erstmal die da. Mach halt drin. Passt schon. Ich habe ja noch mehr Sedge. So. Und dann die. Alter Schwede. Da wird jetzt auch kurzerhand all das, was hier in die Kisten nicht mehr reinpasst, das wird jetzt erstmal weggeschmissen. Ich wüsste, ganz ehrlich. Noch eine Kiste? Naja, daneben kommt halt erst noch rein. Ne? Warum habe ich jetzt diese Tür aufgemacht? Weiß es nicht. Dort, dort und das auch. Jo, so passt. Und jetzt die Bärchen. Meine Lieben, ich sehe, die Zeit ist schon wieder rum. Ich mache jetzt mal Fridolin und Amelie noch leer. Und ich gucke eventuell... Ich gucke eventuell, ob ich noch irgendwo Chitin herkriege. Das gucke ich noch, dass ich einmal den Sattel herstellen kann. Aber den ersten Flug, den mache ich definitiv
zusammen mit euch. Ja, das finde ich schöner. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, teilt es auf meinen Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen. Also, bis dahin. Bye-bye.